Servus Leute, willkommen zurück zu Project 04 Mask of the Lunar Eclipse. Ich werde es vielleicht nicht so lange machen, weil mir geht es heute nicht so gut. Aufgrund vom Wetter, also Klima, wie heißt es jetzt? Ja, Wetterschwankungen, weil erst war es total warm, dann war es 2 Tage kühl, dann war Nebel, jetzt war es wieder heiß und das macht mein Kreislauf nicht so wirklich mit. Mir geht es nicht so gut, ich habe starke Kopfschmerzen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Gestern habe ich Pommes gegessen. Lecker Pommes. Und Pommes müssen auch salzig sein, meiner Meinung nach. Und leider. Oh, wow. Leider habe ich ein kleines Loch im Zahn, also das hat zuvor noch nie Schmerzen oder sonstige Probleme bereitet, deswegen habe ich es nie beim Zahnarzt korrigieren lassen, einmal zu faul dafür. Und gerade gestern ist mir da ein Salzkorn reingefallen. Das sind höllische Schmerzen, glaubt es mir. Und leider habe ich jetzt immer noch Schmerzen, aber naja, schauen wir mal. Wenn es bis morgen nicht weg ist, oder naja, bis übermorgen, um genauer zu sein, weil heute hat ja keiner, weil morgen hat ja kein Arzt, dann werde ich eventuell den Zahnarzt aufsuchen. Wir haben, ich glaube, das hier im letzten Part gefunden. Der letzte Part ist auch schon wieder ein paar Tage her. Ich muss jetzt aufnehmen, sonst sage ich nichts mehr. Und Bloodborne habe ich nur mehr 2 Parts oder 3. Und ich will nicht Stillstand also. 25日15日、動脈管。ようやく動脈管の患者に聞き込みができた。関係者以外は入るのが難しいが、サイカさんの口添えもあって、なんとか潜り込めた。月遊病というのは、記憶をなくす病気らしく、言っていることはほとんど要領を得ない。見たと言った次の瞬間には見ていないという。 これじゃ聞き込みにならない。入院している少年から3階のマガキという男の部屋で少女を見たという証言を得た。これからその部屋へ向かう。動脈管309号室。発見できず。どうもこの絵のことらしい。 奥の部屋を調べれば、この建物を全て調べたことになる。この部屋の住人は、サクヤという女性、灰原の姉にあたる。重度の月遊病らしく、灰原について聞いても、おそらく無駄だろう。しかも、今は昏睡状態ということだ。 Okay, scheint so, als ob sich Chozero hier in der Rogetsu-Hall nicht sonderlich wohl fühlt. Also, Sayaka ist Haibaras ältere Schwester. Und Sayaka ist, glaube ich, auch Rukas Mutter. Das heißt, Ruka und Haibara sind miteinander verwandt, okay. Alles klar. In letzter Zeit bin ich irgendwie total auf Animes wieder fixiert. Weil ich gucke ja, weil es ist ja Sommerzeit. Leider, ich hasse den Sommer, weil zu warm und so. Ja, ich glaube, im letzten Part ist hier ein Geist reingegangen. Das heißt, ich werde mal. Moment mal. Ich spreche gleich weiter mit den Animes. Das war falsch. Sorry. Nein.
Genau, ich glaube, ich muss da rein. Also dritter Stock. Ja, es ist ja Sommer und im Sommer guck ich immer einen ganz bestimmten Anime, nämlich Air. Ist von demselben Machern wie Clannad, wie Kanon, wie Charlotte und wie Angel Beats heißt es, glaube ich. Das letzte habe ich bisher noch nicht gesehen. Und ja. Das ist so der Anime, den ich jeden Sommer gucke. Das ist genauso wie Kanon, ich jeden Dezember gucke. Aber ansonsten bin ich irgendwie total gerade auf Animes fixiert, weil ich habe Bock Inuyasha zu schauen, ich habe Bock Pretty Cure zu schauen. Und ich habe mir heute auch was, ja, raus hier. Die Krankenschwester. Ich habe mir heute auch so ein Anime angesehen, zumindest teilweise. Der heißt, Moment, ich habe es mir ja aufgeschrieben, weil der Name einfach krass ist. Chunibyo Demo Koiga Shitai. Eigentlich mag ich die japanischen Namen von Animes nicht sonderlich, weil sie schwierig auszusprechen und noch schwieriger zu merken sind. Auf jeden Fall den Anime habe ich mir teilweise angesehen. Und die Hauptprotagonistin da heißt zufälligerweise auch Ruka. Allerdings schreibt man das, glaube ich, mit zwei U. Und sie trägt auch eine Augenklappe, so wie Misaki Mei aus Another. Ja, Another habe ich mir auch so mehr oder weniger angesehen, aber naja, ich bin nicht so der Horrorfreund. Weder Animes noch sonst was. Okay, ist irgendwas da. Aber naja. Ah, da ist es. Dokumente. Dara sitzt hier. Ein Tagebuch sitzt hier? Okay, es sitzt vor allem. Auf jeden Fall, dieser Anime ist lustig und ist ja wieder so eine schnulzige Romanze. Und ich mag ja so in dem Moment, wie heißt das? Sentimentales Drama, genau. Und ich mag ja sentimentale Dramen. Weil sonst würde ich auch nicht Clannad favorisieren. Wow, so ein geiler Anime. Hab ich mir damals schon in Englisch angesehen. Aber nun gut, ich rede zu viel. Weil ich diesen Part kürzlich starte irgendwie. There's one issue to report about a patient. Da ist eine Sache, die ich über einen Patienten berichten muss. Recently I've observed. Ich habe eine signifikante Änderung der Kondition von Magake im Raum 309 mitbekommen. Ach so, wahrscheinlich. Ist das ein E oder ein C? Ich glaube, das ist eine E. Eine E, genau. Oder ein C. Ne, ich glaube, das ist ein E. Ich glaube, das ist dieser Künstler da. Chromatically, behaviors increased. Problematischer Zustand? Ne. Wurde erweitert. For example, he grinds. He grinds. Nicht he grinds. Grinden heißt sammeln, glaube ich. He grins as if upset by something and sometimes suddenly cries out a loud voice. Ja, wegen keinerlei Gründen grinst er vor sich hin oder manchmal schreit er mit lauter Stimme. Yesterday after lights out, he suddenly started to scream, so I ran to him. Ja, gestern, nachdem ich die Lichter ausgemacht hatte, fing er plötzlich an zu schreien, also rannte ich zu ihm hin. When I got there, he turned to me, grabbed me and started to shout strange words at me like eradication and destruction. Als ich bei ihm war, drehte er sich zu mir um, packte mich und schrie mir seltsame Worte wie, das erste Wort kenne ich nicht. Ausradierung, Auslöschung und Zerstörung. Schrie er mich an. Und ich habe gestern auch was gelesen. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich stimmt oder nicht, aber ich hoffe es. Nämlich, ich weiß nicht, wer von euch Ocean Girl, die Prinzessin der Meere kennt. Ich hoffe so einige, weil die Serie hatte ich als gut in Erinnerung. Und ich glaube, irgendein August war es, ich weiß jetzt nicht mehr welcher. Ich glaube 23. August. Irgendwann im August war es. Da kommt Volume 1 auf DVD raus. Ja gut. Heutzutage DVD, naja, ich weiß ja nicht, weil Blu-ray
all over again ist, aber ja, das würde mich schon interessieren, weil die Serie habe ich damals so mehr oder weniger auf Supergirl gesehen und ja, das war schon so irgendwie geil. Irgendwie geil, genau. For the murder have been dramatic changes in the picture situation. Außerdem gab es eine dramatische Veränderung in den Bildern, die er zeichnete. He keeps drawing this sinister looking woman. There is no doubt that this woman is the patient from the isolation ward. Ja, er zeichnet diese seltsam gekleidete Frau und es gibt keinen Zweifel, das ist die Frau, das ist die Patientin von der Isolationsstation ist. Why is Makaki trying? Warum zeichnet Makaki Bilder von dieser Frau? To me it seems like an omen for that. Für mich sieht es so aus, als ob ein Omen für diese oder über diese Person ohne Gesicht erwacht. Ah, nochmal. Okay, nochmal. So kann ich den Part auch fühlen, das freut mich. ルカちゃんも他の病院に入れたいということだが、急な話だし、あてもない。この数日で、さやかさんは随分やつれた気がする。少しでも目を離すと、ふっとどこかいなくなってしまいそうだ。Alles klar, Sayaka wollte ihre Tochter wohl, also Ruka, in ein anderes Krankenhaus bringen. Ob sie es geschafft hat, weiß ich nicht, aber ich bezweifle es, um ehrlich zu sein. Warum ist es so dunkler als so? Das verstehe ich nicht. Naja, jedenfalls gehen wir jetzt weiter. Habe ich mir jetzt da was eingebildet oder ist ein Licht da aufgeblinkt? Ja, 309, ich glaube von dem Raum hier. Misukiyasos Zimmer, Rukas Zimmer, Magakis Zimmer. Na gut, dann werde ich wohl da rein müssen. Will ich's? Nein. Muss ich's? Ja. Jetzt ist es hier links, oder? Ja. Ist zu. Gut, da durchsuche ich erst die anderen Zimmer. Ist Rukas Zimmer. Ich weiß gar nicht, ob Misaki überhaupt noch am Leben ist. Irgendwas wackelt hier. Das ist der Schrank da neben mir. Ne, es ist was anderes. Ach du Scheiße, habe ich gerade eine Gänsehaut. Ja, geht's mir gerade schlecht. 15, jawohl. Wie viel habe ich? 41, 110. Ich könnte das verschärfen bis zum geht nicht mehr. Oh. Was hast du gesagt? Ruka? Sayaka? Kommt, um irgendwas aufzuheben. Lugaig. Was ist ein Lugaig?
irgendwas sein da. Picture of the former hospital. Ja, vom früheren Personal, oder? Zayakas Tagebuch. Sojas Zustand. Nee, Sojas Leidenschaft fesselt ihn total. Er nimmt ihn in Besitz. Ich kann es nicht verstehen. Welche Idee treibt ihn und Haibara in diese Richtung? Wenn sich Rukas Zustand nicht schnell bessert. Es sieht so aus, als ob sie nicht über die Insel fragt. Aber über einen anderen Ort, weit weg von hier. Nachdem hier aber, es ist möglich, Ruka zu helfen. Soja, es tut mir leid. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich glaube, es ist nicht mehr möglich, dir zu helfen. Ich glaube, ich werde diese Insel bald verlassen. Ja, und ich glaube, sie ist daran gehindert worden und naja, dass sie es wahrscheinlich nicht überlebt hat. Wie schon wieder, hau ab. Wo ist er? Komm her. Wieso kommt er jedes Mal? Na gut, er will mich nerven, trotzdem. Sieht aus wie Yin und Yang gerade. Naja, fast. Vor mir, nee, links von mir. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken, weil das aus dem Nix kam. Ja, da kam jetzt ein kalter Schauer im Rücken. Du Hund. Wo bist du? Ich stehe bereit. Links. Da. Und ins Gesicht. Er lebt da noch. Vor mir irgendwo. Nee, nicht mehr. Denn hinter mir scheint, habe ich ein Problem. Ja, ich mache zwar wenig Schaden mit der Taschenlampe hier, aber muss ich gar nicht. Chaosiere ist mit mächtig ohne Ende. Du Sau. Ich sehe nichts. Doch da. War tatsächlich hinter mir. Der Knecht. Links. Dreh dich. Da irgendwo. Ne, da ist er. Jetzt nicht nochmal. So, ein Schlag noch. Links. Ne, vor mir. Ne, nicht mehr. Hinter mir. Oh shit. Und bam. Kleine Schlüssel. Ich würde ja jetzt eigentlich den Part beenden, aber andererseits bin ich neugierig. Ich will wissen, was da drin ist. Und mir fällt gerade auf, ich muss sowieso mindestens noch einen zweiten Part machen. Weil ich muss ja immer mindestens zwei Parts machen, damit ich mich, falls ich nichts habe, damit ich mich wenigstens, also damit ich mich so ein bisschen vorbereiten kann darauf mental. Nun gut, gehen wir gleich da rein. Noch fast 20 Minuten. Gute Partlänge.
Geht zu den Gemälden. Ich schneide ihm den Weg ab. Hahaha. Ah ja, klar. Hä? Das verwirrt mich. Ist ein Schlüssel. Mal generell nur ein kleiner Schlüssel. Keine Ahnung, wofür der ist. Wirklich nicht, oder habe ich nur zu früh? Ich habe nur zu früh, okay. Alles klar. Dachte ich mir schon irgendwie. Super. Und schon wieder einer kämpfen. Komm her. Wo ist er? Wo ist er denn? Kann der jetzt lieber alles im Boden auftauchen? Das wäre ja übel. Ich muss nach unten zielen die ganze Zeit, damit ich ihn eventuell treffen kann, wenn er auftaucht. Links? Ne, vor mir. Wo ist er denn da? Oh, der hat gefressen. Oh, Double-Kette. Ich habe ihm fast die Hälfte der Lebenskraft abgezogen. Hier immer auf den Boden gucken. Oh, das sieht schon krass aus. Links. Da vor mir irgendwo. Ich erkenne es aber. Da, links ist er. Nochmal! Einmal muss ich das noch machen, dann ist er dort. Das heißt, ich muss nicht auf den Boden zielen. Oh nein, noch mehr Masken. Links ist er. Ja, geradeaus, nee, doch auf dem Boden. Das ist er hinüber. Tschüss. Ein Bild ist auf dem Boden gemalt.島を訪れたあの日、この島から人が消えた。
Okay, wir speichern. 25 Minuten, das zieht sich doch länger, als ich dachte. Nein, noch nicht, weil ich werde jetzt hier den Part beenden. Das war Project Zero 4, Mask of the Lunar Eclipse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.